Gebassa, Leute! Herzlich willkommen bei Iron Mike Bodybuilding und heute sind wir hier im McFit Wedding, damit sich vier ultra fitte Mädels meinem Beintraining stellen. Ab geht's! Hi, ich bin Anne und ich trainiere normalerweise hauptsächlich HIIT und Bodyweight. Und heute geht's an die Geräte und ich bin sterben. Ja, hi, ich bin Lynn. Ich bin das Mädchen aus der Umkleide. Und ja, ich bin gespannt, was mich heute erwartet. Also ich bin Yvonne, ich bin eigentlich Strongman und alles über 6 Wiederholungen ist für mich Cardio-Training. Und ich hoffe, dass dieses Training für mich gut laufen wird. Hi, ich bin Anni und ja, normalerweise trainiere ich mit Yvonnes Aufwärmgewicht. Insofern bin ich sehr gespannt, was mich heute erwarten wird. Die Sache ist sehr, sehr interessant. Heute ist eine Herausforderung wie letztes Mal auch, denn das sind vier, wirklich wie ich schon gemeint habe, fitte Mädels. Mitunter Trainerinnen oder einfach extrem stark und Trainerinnen oder die liebe Lynn. Ihr könnt ja noch mal sagen, was ihr alle so beruflich macht. Macht ja vielleicht auch Sinn. Was machst du? Trainerin. Aha, die erste Trainerin. Ich bin auch Trainerin. Was? Okay. Und jetzt kommt, sag's jetzt? Ruhig, Insta-Model. Insta-Model. Mit Social Media. Ich mache auch ein bisschen Eventmanagement. Oh. Endlich mal ein richtiger Job. Hey, ich bin auch Trainer. Ja, deshalb ja. Okay. Also eine Person hat hier tatsächlich eine schillernde Zukunft vor sich und wir werden jetzt mal trainieren gehen. Was geschafft und also gehen wir beugen. Wir wollen heute beugenmäßig auf eine One Maximum Rep gehen. Im ersten Satz wollen wir ganz gemütlich noch 15 Reps machen. Warm seid ihr schön. Ja. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht irgendwelche Aufwärmsätze machen. Ihr nehmt das erste Arbeitsgewicht, macht damit 15 Reps. Im nächsten Satz machen wir schon weniger und bei jedem Satz wird Gewicht draufgepackt, so dass wir im letzten Satz nur noch eine Rep machen mit dem Maximum, was überhaupt möglich ist. Wir werden 5 Sätze machen. Die letzten 2 sind eigentlich entscheidend. Einmal 3 Reps und einmal eine Rep. Jetzt sind wir da, wo wir hin wollten. Also, jeder möchte jetzt einmal eine Maximum-Rap machen. Mein Tipp an euch, versucht sie, wenn man richtig zu genießen, die Maximum-Rap. Das bedeutet, keine Angst, wenn ihr sie macht, dann macht ihr sie komplett. Also nicht irgendwie so, nee. Sondern wirklich so, ich setze mich hier rein und dann komme ich wieder hoch. Und wenn nicht, dann hast du links und rechts jemanden, der dir hochhilft. Nice. Stabilisiert sich. Ja, perfekt. Jetzt kannst du den richtig kommen. Auf jeden Fall. Die willst du haben. Setz dich. Okay. 100 Kilo einmal. Leicht. 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 Viel zu leicht. Und hoch. 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 Nein, wir können uns die Tiefe danach nochmal angucken. Das reicht morgen. Da tief rein. Und komm hoch. Komm hoch, komm hoch. So, das ist das Interessante da. Muss ich dich nur kurz stabilisieren. Und da steht sie da. Und komm hoch. Wir machen jetzt Supersätze, Strecker und Beuger. Den Beuger kann man tendenziell sehr schwer trainieren mit wenig Reps, deswegen machen wir etwas mehr Reps beim Strecker und den Beuger dann extrem schwer. Das wird ziemlich cool. Wir gehen hier mit 15 Reps dran. Wir wollen den hoch
wirklich hoch pushen, bis er richtig brennt. Danach, wenn wir die gemacht haben, gehen wir hinten auf den Beuger liegend und werden den schwer einstellen. Da muss halt jeder von euch ungefähr, weiß nicht, ihr trainiert den ja wahrscheinlich alle, geht deutlich über das, was ihr sonst trainiert, und dann zieht das Ding sechsmal schwer im Supersatz. Warum Supersätze, kann man ja nochmal sagen. Antagonisten stimulieren sich so ein kleines bisschen. Und deswegen ist das ganz nett. Außerdem ist der zweite dann in der Regel immer so ein bisschen gemeiner. Also, was wir jetzt machen ist Abduktor, schwer, 5x5. Während das gemacht wird, ist die Partnerin quasi, es machen immer zwei gleichzeitig Abduktor, die anderen zwei machen gleichzeitig schwere Ausfallschritte, beziehungsweise einfach nur Knickse. Was wir jetzt machen wollen, ist einfach nochmal richtig eine Abduktion völlig ausreißen. Das heißt natürlich, ist ja auch Beine, Po, alles dabei. Eigentlich eine relativ einfache Sache. Ihr drückt bitte dieses Gewicht, das da drauf ist, so lange, bis ihr nicht mehr könnt. Dann wird abgesetzt. Und dann habt ihr 5 Sekunden Pause. Danach drückt ihr wieder, bis ihr nicht mehr könnt. 15 Sekunden Pause. Wie nochmal? Und nochmal. Und weiter, bis ihr nicht mehr könnt. 30 Sekunden Pause. Weiter, 45 Sekunden Pause. Weiter, 30 Sekunden Pause. Weiter, 15 Sekunden Pause. Weiter, 5 Sekunden Pause. Bis wir fertig sind. Ende. Sehr gut. Zweite Pause, 15 Sekunden. Noch zwei, noch fünf.
noch, komm, der geht noch, der geht noch, der geht noch. Schieß drauf, Kevin. Schieß drauf, Kevin. Geht immer noch. 4, 3, 2, 1, und komm. 4, 3, 2, 1, und komm. Jawohl. Das ist gleich die nächste Pause, du freust dich schon. Ja. Okay. Nächste Pause. 25 Sekunden. Wie viel Aufruf ist das? 5 Sekunden haben wir noch. Ich hasse das. 4, 3, 2, go! Und los geht's. Beine schön gerade lassen. Jawohl! Und los! Mach noch gar nichts. Weil ich dir helfen muss, wird's kribbeln. Du bewegst dich komplett selbst. Und fuck it, jetzt! Au! Alle drei! Danach? 30 Sekunden. Sieht aber so aus, als könntest du noch. Und komm! Letzter Satz. Und komm! Schieb! Fünf Sekunden! Okay. Und komm! Einfach durch! Einfach durch! Das wollen wir so haben! Das wollen wir so haben! Das wollen wir so haben! Komm, letzte Wiederholung! Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig, einundzwanzig, zweiundzwanzig, dreiundzwanzig, vierundzwanzig, fünfundzwanzig, sechsundzwanzig, siebenundzwanzig, achtundzwanzig, neunundzwanzig, dreißig, vierzig, fünfzig, sechzig, siebzig, achtzig, neunzig, zwanzig, 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 dreißig, vierzig
Hit, Yvonne, Hit. Halbwegs Freeletic, Hit, genau. Also machen wir auf jeden Fall wieder. Ja. Schön, dass ihr zugeguckt habt. Ihr könnt ja mal sagen, was euch gefallen hat und was ihr noch gerne sehen wolltet. Genau. Welche Trainings sollen wir noch machen? Gehen wir mal alle Football spielen oder machen wir mal einen MMA-Kurs mit? Ich bin nicht der Receiver. Ich hab was Falsches gesagt. Mach mal. Ich bin in der Line. Abonniert, aktiviert die Glocke.